Moin Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play mit eurem Fully Gaming, diesmal der dritte Teil von Silent Hill. Wir sind stehen geblieben im Infirmary und wollen uns jetzt durch die Parallelwelt der Schule kämpfen und möglichst viele Digimons einfach mal zerstören. 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 Continue. Ja, ganz genau hier sind wir das letzte Mal gewesen. Moin Harry, geht's dir gut? Ich denke nicht, in der Schule ist natürlich nicht so viel los. Ich muss mal gerade nachschauen, wo wir jetzt hin müssen. Ich müsste eigentlich nach oben. In den zweiten Stock. Aber wie? Wie komme ich in den zweiten Stock? Ah ja, doch, genau. Weil diese Tür hier abgeschlossen ist und auf der anderen Seite auch und auf der anderen Seite vom Hof auch, muss ich hier durch. Hier habe ich nämlich die kleine Schlüsselkarte benutzt. Man sieht schon, hier ist ein bisschen Blut auf dem Boden. Dann gehen wir mal hier durch. Und wir sehen nichts. Oh doch, wir sehen eine abgesägte Schrotflinte. Was mag da wohl auf uns warten? Genau der. Egal, Schrotflinte wird natürlich eingesackt. Und wir haben hier dann auch noch einen Text stehen. Leonard Ryan, the monster lurks. The monster lurks. What's that supposed to mean? Ja, was hat das zu bedeuten, the monster lurks? Das Monster wartet. Ich weiß es natürlich, ich weiß nicht, ob ihr es auch wisst, aber ich könnte es euch verraten. Wenn ich wollte. Will ich das? Ja, ich sag's euch. Das bedeutet, dass das Monster unten im Keller der Schule auf uns wartet. Und zwar dieses Eidechsenmonster. Eidechsenmonster. So, hier ist nichts. Hier hat nur jemand mal. Hier wahrscheinlich so ein. Ihr kennt das vielleicht, diese großen Kugeln, die man 10.000 Jahre lutschen kann. Da wahrscheinlich versucht zu essen und ja, das hier ist das Ergebnis. Wenn ich jetzt durch diese Tür rausgehe, bin ich im zweiten Stock, wenn ich mich. Ja, genau. Das ist nämlich so eine komische Portaltür. Wenn ich da durchgehe, dann bin ich merkwürdigerweise auf einmal im zweiten Stock. Was mir aber nicht sehr viel bringt. Ah, doch. Oh, yeah! Das bringt mir doch ziemlich viel. Und zwar Munition for my weapon. Yeah, yeah, that's cool. Ich jedes Mal wieder sind alles, ne? Hallo! Komm doch! Komm doch! Ja, kannst nix. Ich muss da ganz ehrlich sagen, sozusagen in der Cut-Version, diese Digimon-Gegner, die fand ich gruseliger als diese. Ja. Das sollen ja Kinder sein, ne? Sozusagen. Die finde ich jetzt gar nicht so gruselig, aber hier in dem Raum wird's gruselig. Weil der komplett verseucht ist. Ah, leave me alone! Leave me alone! Das ist ja nicht so viel, oder? Zwei. Oh Junge, hast du das gesehen? Alter, der hat ein Auto-Aim auf mich. Arschloch. Ganz einfach. Munition für unsere Waffen. Ist ganz gut, hat sich nicht gereimt, aber ist auch egal. So, ich glaube, diese Schränke kann ich hier gar nicht aufmachen. I can't use the phone. Ach. Daddy, help me. Daddy, where
Cheryl! Das war Cheryls Stimme. Wo ist sie nur? Ja, Harry, wenn ich das wüsste, dann müsste ich dich hier nicht durch Silent Hill kutschieren. Hast du mal drüber nachgedacht? Ja, das war Cheryl. Sie ist sehr schüchtern, muss man dazu sagen. Deswegen hat sie jetzt einfach mal aufgelegt. Where are you? Ja. Ja. Cool. Auf jeden Fall können wir jetzt, glaube ich... Ja, hier können wir rein. Ach, es wartet nicht mal einer auf uns. Welch ungewohntes Bild. Und hier haben wir unseren geliebten Rubberball. Das ist so ein Gummi-Flummi-Bummi-Dummi-Ball. Und den müssen wir oben auf dem Dach in so ein Dachrohr stecken. Also in ein Dach hin Loch, damit das Wasser da verstopft. Und dann kann es nicht weiter fließen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist die Halle. Die ist so schön groß, hier kann man Sport machen. Hier kann man im Kreis laufen oder auch einfach nur die nächste Tür benutzen. So wie man will. Ich glaube, hier sind wieder viele Gegner. Nö. Das ist ja witzig. Cards are scattered, also da sind überall so Karten verteilt. Aber die kann ich, glaube ich, gar nicht aufsammeln, die sind auch nicht so von der Relevanz. Also lassen wir die einfach mal liegen und schauen uns hier die, warte mal, ich bin jetzt wieder im ersten Stock, ne? Ich bin ja runtergelaufen. Das bedeutet, dass ich irgendwie, ja, das ist doch falsch, das ist doch alles falsch, was ich hier mache. Oder was? Ich dachte die ganze Zeit, ich bin oben im zweiten Stock, aber das kam mir schon so ein bisschen Spanisch vor. Spanisch. Spani. Espanol. Warte mal, hier kann ich doch, glaube ich, auch rein. Ja, und hier ist so die fette Mega-Klimaanlage für die Parallelwelt. Weil in der Parallelwelt, da ist es immer 1 Grad wärmer als in der normalen Welt. Und deswegen braucht man da diesen Mega-Propeller. Ich hab's noch nie ausprobiert, ob da was passiert, wenn ich da zu nah rangehe oder zu lange bleibe. Aber ich will es mal ehrlich gesagt nur ausprobieren. Weiß nicht. Hab irgendwie Angst. Ist nicht nur so eine Ampulle verstanden? Normalerweise ist es doch so eine Ampulle. Vielleicht auch nicht. Schade. Das nächste Mal dann. Okay, über den Schulhof bin ich da eh nicht weiter. Weil da ist ja die Tür zu. Ich glaube einfach mal die Treppe ganz nach oben. Aber irgendwo ist doch der Schlüssel. Ich muss einen Schlüssel finden. Aber wo ist der Schlüssel? Ach, ich war hier noch gar nicht hier oben unterwegs. Leave Britney alone! Fuck, 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 Ich hoffe, der Erste da steht mir schon wieder auf. Egal. Ja. Boah, Jungs. Krass. So, und jetzt stellt euch mal diesen Raum vor. In schwer, mit weniger Munition. Und die Gegner sind stärker. Und ich glaube, es kann sogar noch ein Gegner mehr da sein. Boah, dann habt ihr aber die volle Dröhnung. Jungs.
Das habe ich mir einmal gegeben. Ich glaube, ich habe diesen angefangenen Spielstand auch nie zu Ende gebracht, weil es war wirklich schwer und ich bin eher... Also ich muss dazugeben, ich habe früher ganz oft auf Easy gespielt, weil ich war so ein Typ, ich stand nur auf Stories. Boah! So, jetzt erstmal Dickerchen hier. Und Raupen. Ja, auf jeden Fall habe ich jedes Spiel immer auf Easy durchgesuchtet, weil ich hatte keinen Bock ich bin gerade irgendwie aus einem Konzept gekommen. Also ich hatte keinen Bock, dass es schwer ist. Versteht ihr? Und ich habe erst vor ein paar Jahren angefangen, dann auf normal zu spielen, also generell Spiele, immer nur auf normal zu spielen. Und mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich wirklich manche Spiele auch schwer spielen kann. Und ich muss auch sagen, das macht viel mehr Spaß, wenn man das Spiel auch schwer durchspielt. Ach, übrigens, hier habe ich jetzt voll vergessen. Man hätte in der normalen Welt hier reingehen können, da hätte man, glaube ich, auch die Katze gefunden. Nee, da hätte man das ja auch gemacht und da wäre nichts drin, so. Oder da war eine Katze drin? Okay. Nothing inside. Genau, in der normalen Welt ist nämlich die Katze drin gewesen. Jetzt aber nicht. Ich hab irgendwie so ein bisschen vergessen, dass dieser kleine Typ hier rauskommt. Bücherei-Schlüssel haben wir jetzt aufgesammelt. Ich hab da so ein bisschen hingerotzt auf dem Bildschirm, glaube ich. Tut mir leid, Jungs. Sorry, wollte ich nicht. Das Musikzimmer ist zu. Mensch, ich wollte auch hier gerade mal so eine richtig schöne Melodie von mir geben. Ja, jetzt darf ich's nicht. Komm ich durch diese Tür? Loud. Warum ist es loud? Ich will nicht, dass es loud ist. Obenrum. Obenrum mache ich mich erst frei. Boah, fuck. Wo kommt die denn her? Boah. Ich hab doch gerade das Pack gemacht. Mann. Sag mal. Nicht gut. Bin ich jetzt schon wieder unten? Nein. Das. Aber kann ich hier nicht rüberschauen? Nö. War wohl auf der anderen Seite. Jawohl, ja. Hier muss ja zu sein, genau. Die sind überall in Büchern verteilt, weil das. Herein! What's this? The monster lurks at the book's title. Kapitel 3. Manifestation of Delusions. Poltergeists are among these negative emotions like fear, worry or stress manifest into external energy with physical effects. Nightmares have, in some cases, been shown to trigger them. However, such phenomena do not appear to happen to just anyone. Although it's not clear why, schweres Wort. Adolescents, especially girls, are prone to such occurrences. Ja, habt ihr verstanden, ne? Ist hier jemand? Da hat doch jemand gekauft. Genau, das hier ist diese Geschichte von dem Jäger und dem Lizard. Also der Dechse, der Eidechse. Und dann steht hier jetzt quasi die Lösung zum Endkampf gegen den
Dexenkönig da. Und dann sagt er, ah, ich kann meinen Mund aufmachen, ich krieg dich mit einem Haps runter. Du dummer Mensch, du. Ja. Und dann hat diese Riesendechse angegriffen, ne? Mund so weit auf, richtig schön aufgerissen. Ja, und genau das wollte der Mann. Hat dann ganz ruhig einfach seinen Bogen gezogen. Tut mir leid. Und mitten ins Maul der Dechse geschossen. Ja, ist halt reingeflogen, Dechse tot. Und das ist wohl aus so einer alten Geschichte. Ich persönlich kenne sie nicht, vielleicht gibt es sie sogar wirklich. Glaube ich sogar. Und spätestens, wenn man dann halt auf diese Dechse trifft, dann wird sich der Spieler denken, boah, guck mal, ich habe da so ein geiles Buch gelesen. Da ging es um so einen Bogenschützen und eine Dechse und der hat dann einfach ins Maul geschossen und genau das müssen wir nachher auch machen. Am besten sogar mit der Shotgun. Abgesegnet. Ja, ja, jedenfalls, wir müssen jetzt erstmal nach oben und diesen Schlüssel besorgen. Es wird jetzt ein kleines Hin und Her. Aber ihr habt ja Zeit, ne? Sonst hättet ihr ja nicht angeschaltet. Finde ich auch immer ganz cool von euch. So, wir sind auf dem Dach der Midwich Elementary School und schauen hier herunter. Und was sehen wir? Bam, der Schlüssel, den wir brauchen, aber wir können ihn nicht erreichen, weil Harry Masons Hände zu speckig sind. Nein, noch nicht. So, jetzt haben wir natürlich, weil wir Füchse sind, wir haben unseren... Oh, fuck, ich muss langsam mal Leben nehmen. So, schon besser. Ja, den Ball, den stecken wir jetzt hier einmal rein. Jetzt drehen wir hier das Ventil auf. Ball gemacht, ja, ja, ja. So, Ball brauchen wir nicht mehr, zum Spiel ist eh keine Zeit. Wir schauen hier hinein und was sehen wir? Der Schlüssel ist nach unten gerutscht, wow! This one I like much, 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 much. So, jetzt laufen wir auf schnellsten Wege nach unten, Dieter. Aha, kein Monster. So, wir sind jetzt hier unten. Gut, keine Monster in Sicht. Das ist schön. Und ich glaube, das war hier so. Ja, da ist er. Da ist er! Der ist aber schon groß, ne? Der Classroom Key. So ist. Ich glaube, das ist ein Gegner. Nein. Das ist ganz oft so. Da hat man dann irgendein Event gestartet. Und plötzlich spawnen dann hier Gegner, die man nicht braucht. So, nochmal nach oben. Hat gar nicht so lange gedauert, ne? Ach, das war zu weit. Einmal durch die Tür. Ah ja, hier, jetzt aber. Zwei, drei, links, eins, eins, drei. Und Harry Mason holt Olympia Gold. Yay! Dafür, dass er so ein geiler Schütze ist. Hammel, Bammel. So, der geht jetzt auf. Da sind bestimmt 24 Millionen Gegner. Ungefähr. Treffen. Treffen. Ah. Bam. Junge, Junge. Oh, geh weg. Oh, Junge, 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 Junge. Oh, der ist down. Boah, ey. Das sind schon so Stresssituationen, ne? Zum Glück habe ich ein gutes Deo drauf. Okay, soll ich das nicht halten? Schließen wir mal auf.
ja, hier ist meistens ein Klassenraum voller Gegner und der andere ist komplett leer. Da stehen dann irgendwie Stühle rum und Telefone, von denen irgendwelche Kinder anrufen, die dann aber auf einmal auflegen, obwohl wir die suchen. Und nur wegen dem das Spiel kreiert wurde. Ah, geh weg! So, kriegst du noch? Jawohl, ja! Sehr schön! Kann man nicht alleine! Warte mal, gehe ich jetzt schon? Oh, jetzt kommt schon der Endgegner. Eieiei. Munition. Munition. Ich hab ein bisschen ängstlich. Ich gehe mal kurz hier nach oben. Oh. Ja, ich kann's auch machen. Ganz kurz nur. Ihr müsst ganz kurz warten. Ich muss ganz kurz hier speichern. Ja. Yeah. Jetzt mache ich den Gegner. Sonst ihr habt Angst, dass ich verliere. Und das will ich nicht. Ja, wir können ja jetzt eigentlich schon mal unsere kleine Schrode hier ausrüsten. Aber zunächst einmal kommt das tolle Rätsel hier mit dem Hin- und Herdrehen. Ich habe jetzt keine Lösung parat. Mach ich auch nicht. Ich bin kein Cheater. Wir drehen jetzt einfach mal so. So, ich glaube, hier muss man jetzt einmal aufhören. Und hier dann zweimal nach rechts oder so? Weiß gar nicht. Und nochmal. Ach Quatsch, das ist. Dummerchen. Nee, so, einmal nach rechts und dann nochmal nach rechts. Das musst du hinhauen. Jungs. Geil. Das ist echt cool. Ja, da schaust du dich um, wa? Harry Mason. Da ist der Dexenkönig. Den wir erstmal ein wenig sauer machen müssen, glaube ich. Irgendwie so war das. Ich glaube, das ist der Gegner, von dem ich am meisten Angst habe, weil das ist so ein. Das ist so ein One-Hit-Killer. Der macht einen sofort platt. Ich habe echt ein bisschen Angst. Ich habe hier so Schüsse in der Buche. Der ist auch relativ schnell, obwohl das klein ist. Was heißt klein? Das ist groß. Das ist eigentlich echt sehr groß. Okay. Was hat unsere Munition? 25 Schuss, ja. Was macht denn der sein Maul auf? Okay, ich glaube jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ja. Ich bin schon so oft bei dem gestorben, deswegen bin ich jetzt ein bisschen durchgedreht und hab einen kleinen Orgasmus. Boah.
What was that? What was that? Who in the hell was that? This is a boiler room, in dem ich gerade noch war. What's going on here? Mensch, Harry weiß es immer noch nicht. Silent Hill ist keine normale Stadt. K. Gordon Key. Wir müssen ins Haus von K. Gordon. Gordon Freeman. Ich finde das so geil, wie man hier erst in der Parallelwelt ist und auf einmal wieder zurück in der normalen Schule. Also das ist irgendwie so ein befreiendes Gefühl, nicht mehr im dunklen Teil von Silent Hill zu sein, sondern auf einmal nur noch den Nebel zu haben. Ne? Finde ich schon irgendwie korall. Sehr korall. Vor allem, das sind, glaube ich, auch Orte, in denen man hier vorher gar nicht war. Weiß ich nicht. Naja, mal gucken. Ich glaube, man kann hier im Infomilie nochmal speichern. Jo, kann man. Ah, ich speichere mal neu. So. Ja, Leute. Das war's auch schon mit diesem Let's Play von Silent Hill. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten wieder dabei. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es bleibt spannend in Silent Hill. Als nächstes müssen wir, glaube ich, zur Kirche. Aber das zeige ich euch dann im nächsten Teil. Und bis dahin, stay fruity, euer Fruity Gaming.